Das ist unsere zweite Zukunftswerkstatt in diesem Jahr und diese Zukunftswerkstatt heißt mit Mut und Motivation. Wir treffen heute auf unseren Wirtschaftsminister Schleswig-Holstein, Klaus-Ruhe Marzen. Wir haben aber auch eine sehr spannende Podiumsdiskussion, wo unser Kreishandwerksmeister Lars Krückmann beteiligt ist. Ein sehr global unterwegs seiender Unternehmer Nils Glage von der Wachsfabrik hier in Bad Segeberg und last but not least Ulrike Mold von der Strengliner Mühle. Es geht so ein Stück weit darum, ein bisschen Mut zu machen. Wir haben schwierige Zeiten, wir haben Herausforderungen, wir haben Bürokratie über Bürokratie, wir haben hohe Zinsen momentan und es geht darum, Mut zu machen, wie wir die Unternehmen trotzdem am Laufen halten und von daher freue ich mich sehr, heute auch mit dem Wirtschaftsminister in den Austausch gehen zu können. Die Stadt Segeberg hat es ermöglicht, dass wir hier eine Zusammenkunft haben und mit dem Wirtschaftsminister aus Schleswig-Holstein, Herrn Marzen, hier über unsere Probleme im Handwerk zu sprechen, ist natürlich ein super toller Rahmen und dass das so jetzt hier möglich ist, freut mich total. Wir haben einige Sachen, gerade im Bereich so Bürokratieabbau, da ist er schon tätig geworden. Wenn ich nur so an die Allergenverordnung denke, wo er schon sehr praktikabel einfach Sachen geändert hat, dass das auch digital möglich ist. Es ist einfach ein Pragmatiker, mit dem man dann sprechen kann und wenn er das auch gut findet, der das dann auch schnell versucht umzusetzen. Und ich hoffe mir einfach, dass wir im Handwerk so Nachhaltigkeitsgesetz, Lieferkettengesetz, dass wir diese Sachen auch ein bisschen anschieben können. Gerade im Handwerk werden wir so ein bisschen drangsaliert, obwohl wir nur Kleinunternehmen sind, die eigentlich nicht für uns sind, die Gesetze, aber durch den großen, ich sag mal, Hersteller, der dann auf uns zugeht und sagt, Sie sind mit in der Lieferkette, also müssen Sie das auch einhalten. Das drangsaliert unsere Arbeit und da hoffe ich, dass wir so ein bisschen Lösungsvorschläge hier erarbeiten können. Naja, es wird eine lebhafte Diskussion hoffentlich geben um das Thema, wie wird sich der Kreis Segeberg entwickeln. Die Lagegunst vor den Toren Hamburgs kann uns keiner nehmen. Aber eben individuelle Standortfaktoren zu schaffen, die eben den Standort auch wertig machen, dass Unternehmen entscheiden, hierher zu kommen, darum geht es. Und wir haben viele Einflussfaktoren, ob das die neue A1 ist, ob es die Vorgabe des Landes ist, was die Frage von Neuversiegelung von Flächen angeht, was das Thema energieautarke Lösungen, also unabhängig von großen Anbietern zu sein. Also ich erwarte eigentlich viele Impulse heute, gerade für die 95 Städte und Gemeinden hier in unserem Kreis, denn wir werden nicht jede Gemeinde für sich eine eigene Entwicklung nehmen können. Wir werden etwas gemeinsam machen müssen und darum geht es, gemeinsam Ziele zu formulieren und auch gemeinsam an der Realisierung zu arbeiten. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.